Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Craft Attack 6. Bevor es damit losgeht, meine lieben Freunde, ich habe mit dem lieben Iosa aufgenommen. Um 12 Uhr geht bei ihm ein Part online, wo wir zusammen aufgenommen haben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und nicht vergessen, der 48-Stunden-Livestream ist immer noch am Laufen auf www.twitch.tv/gtimetv. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Ich habe nämlich gesehen, ganz viele Schlingel von euch haben noch kein Abo auf dem Kanal dagelassen. Macht das auf jeden Fall, wenn euch die Videos gefallen und der Kanal gefällt und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge von Craft Attack 6. Let's start again. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Freunde. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, jemanden, den ich selber noch nie so zu Gast bei mir hatte. Und zwar den lieben, wie spricht man das aus, Iosa? Ja, genau richtig gesagt. Ja, Iosa. Sehr schön. Da war schon so ein bisschen die Nervosität. Hat das irgendwas mit Apple zu tun? Klingt so ein bisschen irgendwie nach Apple. Ja, mein Kanal ist ja schon relativ alt. Wir haben am Anfang so, als iOS rauskam, oder habe ich mit einem Freund den Kanal mal gegründet. Und es war eigentlich nur dafür da, so Jailbreak-Videos und App-Programmieren und sowas zu machen. Und der Name ist dann einfach geblieben. Ah, okay. Und jetzt machst du Minecraft-Tutorials so in erster Linie, ne? Ja, genau. Und das auch schon relativ lange, so 5-6 Jahre. Ja, also Leute, dann werden wir uns heute mal von einem Redstone-Spezialisten mal so ein bisschen die Behausung anschauen. Ich habe ja gesagt, dass ich so versuche, möglichst mit jedem Kandidaten mal ein Video aufzunehmen und mir den Fortschritt seines Hauses anzugucken. Und dann habe ich den lieben Iosa mal angeschrieben und gefragt, jo, wie sieht's aus? Hättest du mal Bock, uns so ein bisschen dein Domizil zu zeigen? Dann würde ich sagen, bringst du uns einfach mal dahin und dann zeigst du mal den Leuten, was du so Feines gebaut hast. Genau, also ich wohne nicht alleine, ich wohne mit Josef zusammen, der ist ja sehr, sehr gut, was die ganzen Redstone-Kram angeht. Ich bin eher so spezialisiert auf die ganzen Farm-Sachen. Wir sind hier vorne Richtung Westen, glaube ich, Norden, Westen, so unsere Baurichtung. Wir sind direkt hier neben Captain, beziehungsweise neben Sparks Villa und wie er da mit Tony Stark gebaut hat. Ach, Tony Stark so. Und wir haben hier vorne das Gebiet uns genommen, direkt neben ihm, und du kannst dann mit hier runterfliegen. Und wir bleiben hier vorne direkt bei der ersten Insel, die jetzt hier noch mit Dirt, okay, jetzt bin ich runter. Alles klar. Ich glaube, da bist du ein bisschen zu schnell runtergeflogen. Alles gut. Aber deine Sachen liegen alle hier, ist nichts runtergefallen. So, warte mal. Ich habe gedacht, die Elytra hält noch ein bisschen, bremst den Fall noch ein bisschen mehr aus. So. Schon wieder? Ja, moin. Ziehst du die immer aus oder was machst du? Nein, alles. Eigentlich sollte die an sein. Warte mal, so, jetzt hier, letzter Versuch. Sonst lande ich mal im Wasser lieber. Dann sollte das passen. So. Wir landen mal im Wasser. Dann geht's in Ordnung. So, okay, das sieht hier aus so ein bisschen wie so ein Vulkan. Ja, genau. Das war vorher eine relativ hohe Insel und die Idee oder die Intention, die wir hier hinter hatten, war eigentlich die, dass wir hier einen Redstone-Shop nachher aufbauen. Das passiert, denke ich mal, in den nächsten Folgen. Und da steht auch schon das Schild drauf, der soll dann JJ Redtronics heißen. Und die Idee ist halt, dass man dann hier mit dem Fahrstuhl in den Untergrund fährt. Und da würden wir dann in zukünftigen Folgen so eine unterirdische Forschungsstation bauen, wo wir möglichst viele Redstone-Konstruktionen reinbauen und wo dann mal eventuell potenzielle Kunden schauen können, was man hier so bei uns so kaufen kann. Okay. Also, aber da unten ist jetzt noch nichts. Ihr habt jetzt einfach nur hier so ein Loch ausgehoben, wo der Fahrstuhl rein soll, oder wie? Ja, genau. Wir mussten erstmal jetzt ein bisschen die Ressourcensicherheit bei uns einstellen. Ah, okay. Dementsprechend haben wir erstmal mit der Basis angefangen, dass wir da ein Lager haben und halbwegs gut zurechtkommen. Und vor allem auch Essen haben. Ja, okay. Wir sind, kannst du mal mitkommen, hier vorne gestartet. Spark ist natürlich gut am Suchten, muss man sagen. Und er hat hier schon so ein Conduit aufgestellt und auch einen Boost aufgebaut für Delfine, also dass du von hier direkt mit einem Schwung bis zur Spawninsel schwimmen kannst, wenn du von hier vorne startest, kann ich dir gleich mal zum Schluss zeigen. Ah, hier bin ich schon sehr oft lang geschwommen, also mit Deep Strider 3 geht das ja gut ab. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt hier unten gestartet, wie sicherlich die meisten von euch auch, einfach in der Höhle angefangen zu bauen, den Kram gefarmt, viel mit der Fischfarm geangelt, die ist jetzt schon wieder abgerissen und hier unten soll irgendwann mal eine Hafenstadt entstehen, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben für den Bauprozess. Und wenn du jetzt hier leicht rechts nach oben schaust, siehst du schon unsere Basis. Leider sind hier sehr, sehr viele Ranken runtergewachsen. Ich hatte nur 2-3 hingesetzt, aber die breiten sich ja echt wie so eine Pest gefühlt aus. Ja. Deswegen baue ich sehr ungern mit Ranken. Ich finde einfach, weiß ich nicht, mit Blättern sieht das schöner aus. Ja, habe ich auch gemerkt. Haben die Zuschauer auch geschrieben. Ich muss mal schauen, dass ich eventuell hingehe, die bis einer gewissen Höhe wachsen lasse und dann hingehe und einfach Strings drunter setze, dann können die nicht mehr weiter nach unten wachsen. Ja.
Und optisch siehst du die halt eigentlich nicht so. Außer du läufst da direkt durch. Ah, jetzt ja, sind du wir hier unter Sparks Haus, ne? Ja, genau, der baut ja seine Tony Stark Villa. Und die ist direkt bei uns nebenan. Passt natürlich optisch nicht ganz so optimal, aber ist ja ganz lustig, so Spark als Nachbarn zu haben. Ja, dann bist du schon bei uns hier beim Eingang. Das ist der Tempeleingang. Wir wollen unsere ganzen Sachen in den Berg bauen. Dann müssen wir so optisch auf das Äußere nicht so stark achten. Und wir haben hier so ein Custom Tree Design, haben hier so eine ja, kleine Klippe, von der man dann nachher mit Anlauf oder mit der Elytra runterhüpfen kann. Ah, okay. Und hier vorne haben wir nochmal einen zweiten Aufgang, der dann nachher auch der offizielle Eingang ist. Kannst mal mit hier rüberkommen. Und hier hat halt Josef den klassischen Wasserfahrstuhl gebaut. Und hier haben wir dann halt auch noch so eine automatische Schiebetür, die, wenn du hier einmal durchkommst, die sollte sich jetzt gleich hoffentlich wieder schließen. Da kann man dann halt hier nachher rein und rausgehen und so dann bei uns in die Basis reinkommen. Das, sowas ist ja geil. Ja, da haben wir das gemacht. Hat echt cool, kann man dann durchgucken. Muss optisch natürlich nochmal ein bisschen hier und da angepasst werden. Ja, die neuen Wassermechaniken sind natürlich cool, machen das Ganze ja, auf- und absteigen mit den Fahrstühlen super easy, ohne dass du dafür Redstone-Kram bauen musst. Und jetzt würde ich sagen, wollen wir mal bei uns in die Basis reingucken, ne? Ja. Ja, hier, lies mal das Schild und dann kannst du selber die Tür aufmachen. Wer hier legt einen Ton zu, den will diese Tür begrüßen. Genau, aktivierst du den Soundeingang und dann öffnet sich hier die Tür. Okay. Haben wir so ein bisschen in Rätselsprache gebaut. Und dann bist du halt bei uns hier in der Basis. Wir sind noch ehrlich gesagt gar nicht so weit, haben aber jetzt erstmal so die Grundsachen eingerichtet. Wir haben hier links und rechts die Chicken Farm. Die kennt ihr vielleicht von Basti, bei dem habe ich auch mal eine am Anfang gebaut. Ist genau das gleiche Design. Kannst dir auch gerne was zu essen rausnehmen, wenn du noch was brauchst. Boah, ich bin gut versorgt. Essen ist, glaube ich, das geringste Problem bei mir. Ja, das ist gut. Dann kann man sich aufs Spielen konzentrieren. Und dann haben wir hier halt einmal noch eine Karte gemacht, damit man mal sehen kann. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal eine kopieren. Musst halt einfach 8 leere Karten mitbringen. Dann kannst du 9 leere Karten mitbringen. Dann kannst du dir alles kopieren, die bei euch aufhängen. Und dann kriegst du auch hier so einen grünen Punkt sozusagen auf der Karte. Ah, okay. Und dann weißt du, wo das ist. Ich glaube, das haben jetzt bisher wir gemacht, Dena und Axel. Und wenn ihr dann bei euch in eurer Stadt noch was aufhängt, dann sollte das auf jeden Fall passen. Ah, okay. Genau, hier hinten kannst du dann durchgehen. Hier ist der Verzauberungsraum, bisschen Stuff, den wir haben. Ich habe schon gesehen, du bist sehr, sehr fleißig, was das Diamantengeschäft angeht. Das ist bei mir ganz normal. Also wenn jemand Diamanten braucht, kommen die eigentlich immer zu mir, die Leute. Ja, das ist gut. Ja, wir haben immer nur so das Notwendigste. Wir farmen immer erst irgendwas, wenn es wieder alle ist, sagen wir es mal so. Genau, dann kommst du hier ins Lager. Wir hatten erst überlegt, komm, machen wir ein automatisches Lager oder nicht. Haben uns dagegen entschieden, klar können wir das technisch machen, aber die Seasons dauern ja hier tatsächlich nicht so lang. Und wir haben auch gar nicht so viele verschiedene Items, dass es sich lohnen würde, für jedes Item sozusagen ein einzelnes automatisches Lager zu bauen. Dementsprechend haben wir dann einfach so Kategoriekisten, kannst mal in die Redstone-Kiste gucken. Ah, okay. Dann halt der ganze Kram. Er ist immerhin sortierter als bei mir. Also, ich sag mal so, bei mir ist ja der Fall, ich bin ja bekannt für meine Chaos-Kisten. Ja. Ich habe schon mal versucht, so ein automatisches Lagersystem zu bauen, habe ich aber nie hinbekommen. Dann hatte ich glücklicherweise in der letzten Staffel das Glück, dass ein Zuschauer irgendwie auf den Server gekommen ist. Und statt irgendwie alles kaputt zu machen, hat er dann meine Kisten sortiert, was ich sehr nett fand. Das hat aber auch nur für eine Woche gehalten. Danach war wieder Chaos pur bei mir in den Kisten. Ja, wir versuchen das ein bisschen zu vermeiden, weil wir sind so viel doppelt craften und die Sachen, die wir haben, gar nicht verwenden. Da gucken wir mal. Genau, da hinten siehst du eine automatische Ofenanlage, zu der komme ich gleich nochmal. Hier vorne ist eine Kiste, die dann die Items automatisch zu dieser Redstone-Insel, die wir da vorne bauen, transportiert. Ah, okay. Dann per Wasserstrom werden die hier reingeschossen und dann dahin transportiert, ist aber alles noch im Bau. Und hier vorne haben wir nochmal eine kleine Projektidee gebaut. Obendrauf wollen wir nachher das Haus mit unserem Schlafplatz bauen. Und dazu hat Josef hier einen ziemlich coolen Fahrstuhl gebaut. Kannst mal reingehen und dich nicht bewegen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Einfach keine Taste drücken, einfach reinstellen. Perfekt. Bist du durch die Gegend gepusht? Ja, ich bin jetzt oben. Genau, und dann kommst du oben drauf und da wollen wir dann ja, so ein kleines Schlafhäuschen bauen. Und wenn man dann wieder runter will, du gehst mal vor, dann kannst du nachher mal sehen, wie es aussieht. Dann wirst du jetzt vor einer Wasserfontäne bei uns in der Mitte der Basis wieder rausgelassen. Und das sieht dann ganz cool aus. Das ist natürlich ganz geil. Warte mal, jetzt komme ich, dann kannst du sehen, wie es aussieht. Zack, und dann ist es ja fast schon so, als wenn man runtergleitet, der Block verschwindet hier im Boden, damit das Wasser sich nicht hier ausbreitet und dann läuft das. Das ist natürlich geil. Ja, genau.
Jedenfalls sehr viel mit Redstone hier gemacht. Ja, müssen wir ja machen, damit das auch zu uns, zu unserem Baustil passt. Genau, was jetzt noch so aktuell auf dem Programm steht, das habe ich gestern angefangen. Ich weiß nicht, ob das schon online ist. Kannst mal hier runterrupfen, darf sich nicht bewegen jetzt zum Schluss, sonst bleibst du an der Kante hängen. Das ist eine automatische Kelp-Farm. Ich weiß nicht, wie du deine Items brennst. Ja, sowas hatten Basti und ich auch vor. Wir wollten auch so eine Kelp-Farm uns bauen. Lohnt sich auf jeden Fall, da sind wir gerade bei. Und die ist wirklich super billig und einfach zu bauen. Wir haben halt hier an den Seiten nur die Pistons und ein bisschen Redstone, also nur Redstone-Leitung. Und im Grunde genommen haben wir es so gemacht, der Kelp oder die Kelp-Pflanzen wachsen ja zwischen 2 und 26 Blöcken zufällig hoch. Hier haben wir dann 2 Slots gebaut, 15 hoch. Und mit einem gewissen Zufallsabstand, pass auf, der böse Wuschel ist hier aktiv, müssen wir nochmal ausleuchten, vernünftig. Mit einem gewissen Zufallsabstand werden dann halt die Pistons aktiviert. Die Kelp-Pflanzen schwimmen dann nach oben und dann kannst du die halt ganz normal farmen. Okay, ja, habt ihr irgendwas gemacht, dass die oben eingesammelt werden von was? Ja, zeige ich dir gleich. Hier müsste eigentlich ein Kaktus hin. Ich glaube, den hat Josef bestimmt in seiner Folge gestern abgebaut, damit es hier nicht läuft, während er hier am Bauen ist. Normalerweise ist hier ein Kaktus und der Kaktus wächst jetzt zufällig. Ach, und der aktiviert dann das Teil und dann gehen die Blöcke, die Teile los, ne? Ja, genau. Richtig verstanden. Und der Kaktus geht halt automatisch kaputt, da er nicht direkt neben dem Block wachsen kann. Und somit hast du dann halt einen Zufallsgenerator und der aktiviert das Ganze dann ziemlich zuverlässig. In der Regel kommen die Pflanzen nicht bis nach oben. Das ist natürlich geil. Ja, super simpel, kaum Redstone, was irgendwie teuer ist oder kompliziert ist, kann man also gut nachbauen. Und hier vorne kannst du mal mit hochkommen, siehst du dann, wie das aussieht. Ah, okay, und dann habt ihr hier so ein dann schwimmt das hier hoch, wird dann hier in den Mittelgang geschwemmt und dann geht das hier bestimmt irgendwo dann hinten in einen Trichter rein und dann in euer Lagersystem oder so, ne? Oder ja, habt ihr schon direkt an den Ofen angeschlossen, dass das durchgebrannt wird? Genau, das ist der Ofen, den ich oben erwähnt habe. Der ist relativ ausgeklügelt, aber noch nicht ganz fertig. Die Sache ist halt, Kelp ist halt ultra effizient. Also bis, wenn jetzt die 1.14 kommt, ist natürlich hier Bambus wesentlich besser. Aber Kaktus ist, ach nicht Kaktus, Kelp ist hier super effizient. Ach, Bambus ist dann noch besser als Kelp, oder wie? Ja, Bambus kannst du so machen, dass es komplett automatische Ofenanlagen befeuert. Da musst du nichts trocknen, da musst du nichts manuell craften. Boah, das ist natürlich krass. Kommt halt vielleicht noch, wir wissen ja noch nicht, wann wir hier auf die 1.14 gehen, aber dann werden sicherlich die meisten sowas bauen. Aber solange kannst du halt Kelp nutzen. Der Vorteil bei Kelp ist halt, dass du, wenn du es trocknest, du aus 9 Kelp, also neu getrocknetem Kelp, kannst du halt so einen Kelp-Block erstellen. Und dieser Kelp-Block hat eine Brennkraft von 20, das heißt, du hast sozusagen positiven Trade von 11 trockenen Kelp, die du wieder machen kannst. Und somit kannst du dann somit, wenn du eine automatische Farm davon hast, theoretisch unendlich Brennstoff herstellen, wenn du halt dieses getrocknete Kelp zu Kelpblöcken verwandelst. Und dabei hilft uns halt die Ofenanlage, die uns das dann automatisch trocknet. Und wir müssen dann nur noch theoretisch craften und haben dann immer so einen positiven Trade an getrocknetem Kelp. Also ziemlich cool und einfach eigentlich. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Wo ist die Ofenanlage? Genau, das ist die hier hinten. Die ist gerade noch im Bau. Die kann ich dir auch noch nicht von der Action her zeigen. Aber von der Theorie ist das so, dass halt die Öfen nur aktiviert werden, wenn auch genügend Brennstoff drin ist, dass wir halt nichts von der Brennkraft von den Blöcken verschwenden. Und so funktioniert das dann automatisch. Die ist jetzt nicht zu groß, sind glaube ich 2 Brennkammern. Und wenn die Farm dann die ganze Zeit im Hintergrund läuft, bei Stadtrot ist ja irgendjemand aktiv, hier auf dem Server Spark ist am Bauen, dann sind halt die Chunks hier geladen und dann funktioniert die automatisch. Ah, okay. Das ist dann jetzt schon ein Ticken komplizierter. Ah, okay, ja. Das sieht auf jeden Fall schon krass aus. Ja, ich glaube, sowas würde ich nicht hinbekommen. Ja, ist ja auch nicht so nötig. Also mit den Kelpfarmen kannst du auch einfachere Sachen machen, wenn du es dann ein bisschen mehr manuell machst. Ja, ja gut, ich sag mal, ne, man könnte ja machen, dass das direkt in den Trichter reingeht und der das dann direkt in den Ofen haut, ne? Und dann durchgebrannt wird. Du musst halt gucken, dass du nicht jedes Mal, wenn eins reinkommt, ich weiß nicht, wie effizient die Farm ist, kommt ja meistens immer so eine ganze Balk, also so eine ganze Ladung kommt dann da rein. Du musst halt darauf achten, dass du nicht, wenn du einen Einzelnen drin hast, dass du halt nicht dafür extra einen Block, der mit brennt, halt das anzündest, weil sonst geht halt die Effizienz verloren von der Farm oder von der Technik. Ja, mehr haben wir tatsächlich erstmal nicht geschafft. Wir haben ja nochmal ein bisschen bei Stadtrot mitgeholfen, bei Basti haben wir mitgeholfen. Wie du leider schon erfahren hast, haben wir da ein bisschen an der Goldfarm rumgeschraubt.
Ja, das habe ich an meinem eigenen Leib gespürt, was ihr da rumgeschraubt habt. Ich bin auch schon gestorben durch Baby-Zombies in der Farm. Ich hatte vorher 3 Tote, dadurch hatte ich jetzt noch 2 Tote. Ja gut, ich hatte zum Glück das Glück ja gehabt, dass der Baby-Zombie die Rüstung angezogen hat. Hätte er die nicht angezogen, dann wäre meine ganze Arbeit von 4 Stunden im Livestream verzaubern ein Dreck für die Katz gewesen. Ja, die läuft überhaupt nicht gut. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht viel rumdesignt. Josef hatte da jetzt noch das Filter-Design gemacht, dass da nicht noch das Gold, dass nur das Gold da bleibt und der ganze Crap halt weggeschmissen wird. Das Problem ist, die lief sowieso nicht automatisch gut. Du musst ja immer dann irgendwie von oben nach unten laufen, dass die Zombies dir da, Zombie-Pigmen dir da folgen. Und da werden wir noch eine komplett neue bauen müssen. Da muss ich auf jeden Fall sagen, läuft noch nicht so gut. Da gibt es auf jeden Fall sicherlich bessere und vor allem sicherere XP. Ja, stimmt. Ja gut, aber es ist trotzdem schon eine ganz schöne Menge, die ihr hier gebaut habt. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall mehr, als wir haben. Ja, geht noch in Ordnung. Wird noch mehr kommen. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wenn ihr beim lieben Iosa vorbeischauen wollt, dann auf jeden Fall mal in die Teilnehmerliste schauen. Und ja, ich würde sagen, mehr gibt es ja nicht zu zeigen. Dann war es das von der Folge. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, dass ihr euch das zeigen durfte. Ich hoffe, das hat euch halbwegs gefallen. Ach, ich denke, die Leute wird das auf jeden Fall interessiert haben. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Tschüss zusammen.